Ich meine, Sicherheit ist ja doch ein wichtiger Aspekt, aber ob man wirklich einen Hammer, einen Glasbrecher und das so ein Gurtschneider im Auto braucht, ob das wirklich nötig ist oder ob das nicht ein bisschen paranoid ist, ja, das finden wir gemeinsam raus. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese zwei Hämmer. Ich habe mir zwei Hämmer gekauft und Glasbrecher, Glasbrecherhammer sozusagen und Gurtschneider. Und ja, wir wollen herausfinden, was es mit dem auf sich hat. Eins noch. Ich bin auf Amazon gegangen, ich hatte den Wunsch, so etwas zu besitzen, bin auf Amazon gegangen, habe eingegeben Glasbrecher und da ist das rausgekommen, das ist ein Doppelpack, kostet viel, 6 Euro, ja, ich gebe da unten den Link, ich weiß nicht, was es jetzt kostet und ob die Firma Lihau, die da draufkleben ist mit so einem Papierkleber, heute noch die produziert, weiß ich nicht, aber das kommt sicher aus irgendeinem Werk und da wird was draufgeklebt und einmal heißt es Lihau und dann einmal heißt es Schnickschnack, ich weiß nicht, ja. Aber die sind meiner Meinung nach absolut in Ordnung für das, was ich sie halt brauche. Ich habe damit auf Holz geklopft. Dann passiert Folgendes, dass dieser Teil hier, dieser Glasbrecher, den muss man dann wieder festschrauben, der wird locker. Also wenn du professioneller Glasbrecher bist, den ganzen Tag durch die Stadt gehst und bing, zum nächsten Auto bing und zum nächsten Auto bing, dann wirst du was anderes kaufen müssen, weil das ist dann immer unangenehm, wenn man da nachschrauben muss. Da verliert man zu viel Zeit, Effizienzsteigerung wäre da notwendig. Aber nein, natürlich ein Blödsinn. Für was brauche ich das? Für einen Notfall. Und den habe ich ja nicht jeden Tag. Also da ist das meiner Meinung nach ausreichend. Die Halterung ist auch in Ordnung. Das sind so Bohrungen. Ist im Lieferumfang sind die Schrauben und Dübel nicht enthalten, aber könnte man sich auch an die Wand machen, so wie man das kennt von den Bussen und U-Bahnen und Straßenbahnen. Und sowas wollte ich einfach haben. Warum? Also mir ist schon klar, dass das nicht jeden Tag passiert, dass ich zu einem Unfall komme. Ich komme immer wieder zu einem Unfall. Der letzte, zu dem ich gekommen bin, das war im Winter, aber nicht diesen Winter, sondern Winter 2017, 2018. Schneefahrbahn und eine Frau hat sich umgedreht, eine junge Frau mit ihrem Auto ist ein bisschen schnell unterwegs gewesen. War dann ein Riesenstau, ich bin ausgestiegen, waren schon Ersthelfer da und so weiter und die ist drinnen gesessen und hat geweint, ja. Und ich habe gesagt, ist Ihnen schlecht oder sowas und sonst irgendwas, nein, mein Auto ist kaputt. Verständlicherweise, ist eh ganz klar und das war's. Also das war eine sehr harmlose Geschichte. Hätte aber auch anders ausgehen können. Ich bin zu einem Unfall gekommen, den ich tatsächlich im Rückspiegel gesehen habe an der Autobahn. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin früher jeden Tag nach Wien gependelt. Von St. Pölten nach Wien sind ungefähr 70 Kilometer. Und das ein paar Sekunden hinter mir. Wir fahren und auf einmal, ich habe wie im Film im Rückspiegel, meine Frau, die Manuela, ist nebenbei gesessen und ich habe das gesehen, das Auto ist auf das andere drauf und es hat so aufgehoben, ist runtergeflogen in den Graben und hat eine Staubwolke gemacht wie Hollywood, ernsthaft, wie Hollywood. Also da zum Beispiel, und das ist jetzt genau der Punkt, die waren volle massive eingeklemmt, also das war kein Spaß. Kein Spaß. Ein Glasbrecher wäre unnötig gewesen. Da musste schweres Gerät her, das ist ganz klar. Da konnte man einfach nichts tun. Aber es geht um Folgendes dabei. Jetzt habe ich zwei Extreme. Das eine ist, da ist überhaupt nichts passiert, einfach ein Blechschaden und auf den anderen so einklemmt, dass du mit normaler Ausrüstung ohne Hydraulikschere von der Feuerwehr und Experten nicht weiterkommst. Das sind die zwei Extreme, aber es gibt auch dazwischen die Möglichkeit, dass vielleicht der Glasbrecher Sinn macht. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe ja selber mein Tool, billige Eigenwerbung natürlich, mein Multitool, wo auch ein Glasbrecher drauf ist. Und der ist sicherlich ausreichend. Ja. Trotz alledem, der Hammer hier, der hat noch einmal mehr Wumms, einfach weil er stärker ist. Hat auch einen Gurtschneider dabei und ich wollte es einfach haben. So, jetzt bin ich noch immer nicht am Punkt. Ja. Ich bin noch immer nicht am Punkt. Tut mir leid, hab ein bisschen Geduld mit mir bitte. Die Dinger kosten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro, sowas, ja, zwei Stück. Und so etwas ins Auto zu legen, habe ich mir jetzt für mich gedacht, neben dem Multitool, was ich sowieso immer mit habe, ist sicher kein Nachteil. Es ist sicher kein Nachteil. Was wäre, wenn ich, und da habe ich mir eben die Frage gestellt, ich komme zu
einem Unfall. Du siehst, ich bin hier, ich stelle ein bisschen um, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Wenn hier ein kleiner Unfall passiert, dann bis die Rettungskräfte da sind, das ist nicht 15 Minuten wie in der Stadt, sondern das ist am A der Welt. Aber ein schöner A, wirklich ein wunderschöner A hier. Aber egal, wenn hier etwas ist, das dauert einfach, bis Rettungskräfte herkommen. Und was ist, wenn ich irgendwo rein muss, wenn ich jemanden bergen muss? Was ist, wenn ich jemanden bergen muss, der mir wirklich wichtig ist? Also jetzt nicht nur, ich komme irgendwo dazu und sage, naja, verreck die Person halt, kenne ich eh nicht. Ja? Sondern vielleicht ist das jemand, der mir wichtig ist, vielleicht ein Nachbar oder so irgendwas. Oder Familienmitglied oder Bekannte oder du weißt schon, was ich meine. Und es liegt einfach daran, dass ich nicht die passende Ausrüstung mit habe für genau diesen speziellen Notfall. Ich weiß, das ist ganz eng. Ganz eng, wo man einen Gurtschneider braucht und einen Glasbrecher, ich weiß schon. Aber das ist ganz, ganz eng. Und da ist genauso wie die Pinzette, die ich immer wieder als super Tool ansehe, wo andere sagen, eine Pinzette, wer nimmt eine Pinzette mit, welcher Idiot, das braucht man nicht, das mache ich irgendwie. Aber ich weiß schon, eine Pinzette brauche ich wirklich, so eine Splitterpinzette, nur für einen Splitter. Aber einen Glassplitter oder einen Holzsplitter irgendwie anders rauszuoperieren, ist nicht so lustig. Deswegen gibt es Pinzetten und deswegen gibt es auch diese Teile hier. Und das ist mein Statement dazu. Ich mag die einfach und ich habe jetzt, also eins kommt ins Auto von der Manuela, eines kommt in mein Auto, noch zusätzlich zu den Tool, das ich eh habe, aber weißt du, doppelt gemoppelt und es ist halt doch ein bisschen was anderes. So, das war's dazu. Also, kauft's euch Hämmer und Glasbrecher und Gurtschneider. Nein, ich mag dich um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Findest du, dass das ein bisschen oversized ist, sozusagen, dass das wirklich schon paranoid ist, dass man sowas mitführt oder dass man sich über solche Sachen Gedanken macht? Vielleicht fährst du nicht Auto. Ich fahre relativ viel Auto, also ich radle schon ein paar tausende Kilometer pro Jahr rauf, weil ich immer unterwegs bin. Da sieht man schon das eine oder andere. Schreib mal einen Kommentar, das würde mich interessieren. Link zu den Produkten hier findest du. Und natürlich billige Eigenwerbung zu meinem Multitool. Ja, da gibt es natürlich auch unten den Link. Schau es dir ganz einfach an. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drücken, nicht vergessen, damit du die neuen Videos kriegst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut. Dein René Hausmann. Bis bald. Ciao.